Ich bin Bernd Folgens, Motorjournalist und schraube, seitdem ich 14 bin, an allen möglichen Kisten rum. Und diesen Video hier hinter uns, den bringen wir jetzt in 7 Folgen zusammen mit Amazon auf Vordermann. Das machen wir aber nicht für uns, das machen wir für euch, denn ihr könnt den Wagen am Ende gewinnen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Sicht. Ich habe schon geguckt, Scheinwerfer, Lampen sind kaputt, hinten funktioniert auch irgendwas nicht, Scheibenwischer komplett abgerockt. Wir fangen jetzt mit den Scheinwerfern an und welche Produkte ich da auswähle, das zeige ich euch jetzt. Das sind meine H7-Lampen für die Scheinwerfer. Plus 150 Gigalight, die sollen beim Aufblenden ein möglichst weites Licht schmeißen. Deswegen plus 150% und so weiter. Ganz wichtig ist hier, dass die freigegeben sind für den Straßenverkehr auf unseren Straßen. Das heißt, die brauchen eine Kennung. Das haben die natürlich hier. Der große Unterschied zur Billigproduktion ist, dieser Faden hier muss genau im Zentrum der Lampe sein. Wenn der so ein bisschen rauswandert, dann blenden die, dann leuchten die nicht so weit, wie sie könnten. Dann funktionieren die nicht richtig. Das ist total entscheidend bei Halogenlampen, dass diese Norm eingehalten wird, dass die Toleranz ganz eng ist. Das ist eine ganz enge Toleranz für diesen Wendel, für den Glühwendel. Und das muss wirklich passen, damit die wirklich gut funktionieren. Sonst verschenkt man halt Licht auf der Straße oder man blendet. Also beides ist natürlich Mist, beides wollen wir nicht. Und das ist hier natürlich genau gegeben. Für das Öffnen brauche ich diesmal einen Cutter. Man kriegt die Verpackung sonst nicht so einfach auf. Ich suche mir eine Stelle, wo ich gut schneiden kann, ohne was kaputt zu machen. Hier. Und ich mache das jetzt mal auf, um euch zu zeigen, wie man die anfasst. Weil man sollte den Glaskolben nach Möglichkeiten nicht berühren. Also Glaskolben ist ja klar, das ist das obere Teil hier. Weil man mit den Fingern natürlich Fett drauf bringt und das könnte sich einbrennen. Das wollen wir nicht. Also immer schön hinten anfassen. Ist beim Einsetzen manchmal nicht so ganz einfach. Aber mit etwas Übung bekommt man das hin. Hier sieht man auch mal noch schon mal schön den Glühwendel. Und das ist wirklich eine unfassbar enge Toleranz. Also die Position, wo der sitzt, das muss wirklich hundertprozentig stimmen. Und das ist bei dieser Lampe natürlich auf jeden Fall gegeben. Bei uns ist tatsächlich eine Scheinwerferlampe kaputt und die erreiche ich, um sie zu wechseln, immer vom Motorraum aus. Nicht immer, muss man klar sagen. Es gibt tatsächlich Fahrzeuge, da muss man den kompletten Scheinwerfer aufbauen, um die Lampe wechseln zu können. Hier ist es nicht so, man kommt relativ gut ran, gerade auf der Beifahrerseite. Am Scheinwerfer selbst sitzt hinten so ein Deckel drauf, der soll den Scheinwerfer vor Nässe schützen. Der ist darauf geschraubt mit einer Dichtung, den muss ich natürlich erst lösen. Und in dem Moment komme ich an den Halter der Lampe ran. Ich muss mir natürlich von vorne erst genau irgendwie rausfummeln, welche Lampe ist kaputt und welchen Deckel muss ich jetzt öffnen und welche Lampensockel es ist. Dann kann ich den leicht drehen. Ich drehe ihn dann leicht nach links und kann die Lampe, hier in diesem Fall ist es eine H7-Lampe, kann ich samt des Sockels rausziehen. Trenne das Kabel ist meistens nicht so lang, muss es im Motorraum trennen, nimm die Lampe ab und hab die defekte Lampe dann in der Hand. Also ich habe jetzt hier eine H7-Lampe, das kann man ganz gut erkennen, weil hier nur ein Wendel drin ist. Eine H4-Lampe, die bringt das Abblendlicht und das Fernlicht aus einer Lampe. Die hat entsprechend auch zwei Wendel, also weil es zwei unterschiedliche Geschichten gibt, die die Lampe erfüllen muss. Hier ist eine H7-Lampe, die kann fürs Fernlicht eingesetzt werden oder auch fürs Abblendlicht. Dann brauche ich halt zwei davon, einmal fürs Abblendlicht, einmal fürs Fernlicht. Hier ist die Fernlichtlampe, die wir jetzt hier austauschen müssen. Beim Einsetzen geht man natürlich in umgekehrter Reihenfolge vor. Ich muss erst in die Fassung rein, dann fummel ich von hinten den Lampenkörper in den Scheinwerfer, ins Scheinwerfergehäuse. Man sieht natürlich nichts, es kann wirklich fummelig sein. Da ist es ganz wichtig, nicht die Geduld zu verlieren, weil das macht es auf keinen Fall besser und man ratscht sich irgendwie die Hände auf. Also vorsichtig reinfummeln. In diesem Fall muss man nach rechts drehen, bis sie wieder richtig drin sitzt. Und dauert etwas, das kann auch etwas fummelig sein, aber die Geduld behalten. Wenn alles drin ist, dann kurz einmal checken, ob die Lampe überhaupt geht, ne, ob alles funktioniert und dann den Deckel drauf, um das Ganze dann vor Wasser und vor Spritzwasser zu schützen. Wenn eine Lampe kaputt ist, tauscht man in der Regel eigentlich mal beide aus. Das hat den Grund, weil die andere wird eh bald schlapp machen und die verlieren auch so ein bisschen an Reichweite, an Leuchtkraft und so. Die werden tatsächlich ein bisschen schwächer und wir wollen ja möglichst viel Licht auf die Straße bringen. Das soll ja alles wirklich gut funktionieren. Also immer beide Lampen gleichzeitig tauschen, um eine vernünftige Ausleuchtung zu gewährleisten. Vorne haben wir die Lampen jetzt gewechselt. Jetzt gehen wir nach hinten, schauen uns die Rücklichter an und natürlich zeige ich euch, was ich da genau reinschraube. Jetzt habe ich hier noch meine Lampenbox von Bosch. Die ist hier versiegelt, deswegen muss ich das einmal brechen hier. Das ist eine sehr stabile Box, wie man schon sieht hier. Man kann schön sehen, was drin ist an Lampen. Man muss dazu sagen, das passt fast nie perfekt zum Fahrzeug. Das ist auch hier so. Ich muss sie auf jeden Fall nochmal ergänzen, aber so
Was für mich erstmal wichtig ist, da sind Sicherungen drin. Ich habe meine H7-Lampe, falls unterwegs meine ausfällt. Ich habe auch noch andere Lampen fürs Rücklicht und so. Hier ist jetzt ein gelbes Blinklicht drin. Das muss alles auch immer noch ein bisschen angepasst werden, aber erstmal so eine Grundversorgung hat man im Handschuhfach und das ist schon mal echt Gold wert, ne? Wenn so eine Sicherung durchbrennt, dann Eingriff und ich habe das. Und vor allem, man findet es immer wieder, es liegt relativ stabil und gut, diese Lampen sind gut geschützt dann auch in dieser Box, weil die natürlich empfindlich sind mit diesen Glühwendeln, das ist ja nur so ein ganz kleiner, feiner Draht und der bricht natürlich schnell. Das heißt, das muss irgendwie alles ganz stabil sein. Ich habe hier Sicherung von 10 bis 15, 20 Ampere drin. Also es ist genau das, was man so in der Regel auch braucht, um sich in so einem Pannenfall irgendwie weiterhelfen zu können und ja. Also im Pannenfall kann man natürlich auch eine preiswerte Lampe immer benutzen. Hauptsache man kommt weiter und man hat irgendwie vernünftig wieder Licht und das funktioniert wieder alles. Aber für mich ist es immer ganz wichtig, dass das nicht nur funktioniert, sondern dass es auch gut funktioniert. Und von daher bin ich doch immer gerade bei Licht und so nicht so bereit, Kompromisse einzugehen und setze da eher auf Marken. Eure Teile findet ihr am besten mit der Amazon-App. Und wenn ihr die Ersatzteile noch einfacher finden wollt, dann nehmt den Pathfinder. Wie das genau funktioniert, steht in der Videoanleitung. Bei uns ist es tatsächlich so, an unserem Rücklicht sind zwei Lampen kaputt. Hier ist der Fall, man kommt nicht von hinten ran, also man nicht von innen irgendwie, dass man irgendwie durchreichen kann, um die auszutauschen. Das ist auch oft der Fall. Hier muss das gesamte Rücklicht demontiert werden. Hier sind jetzt drei Schrauben zu lösen. Dann kann man den Scheinwerfer so nach links wegklappen, Stecker lösen, Rücklicht entnehmen. Und dann kann man den eigentlichen Lampenträger ausbauen. Das sind vier Clips, die man zusammendrücken muss. Vorne ist eine Nase, die muss man ein bisschen wegbiegen. Dann kann man diese ganze Einheit rausziehen. Umdrehen und man sieht die Lampen vor sich. Und an der Schwärzung des Glases erkennt man eigentlich immer schon, welche Lampe durchgebrannt ist, die dann zu tauschen ist. Ich habe hier so einen Lampenkasten. Das hat den riesen Vorteil, dass ich eine große Auswahl an verschiedenen Lampen habe. Und die beiden, die hier defekt sind, sind auch dabei. Man sieht schon, man kann hier ruhig diesen Glaskörper anfassen. Das hat den Grund, diese Lampen werden einfach nicht so heiß wie eine Halogenlampe. Man nimmt sie einfach raus. Die haben unterschiedliche Nipsel, unterschiedliche Pole. Da muss ich jetzt darauf achten, dass ich die richtig in die Fassung setze. Man kann die auch gar nicht falsch einsetzen. Also wenn man die reinbekommt, man soll es halt nicht mit Gewalt machen, wenn die irgendwie so reinflutscht, dann ist sie auch richtig drin. Die irritiert dann beim Drehen so ein bisschen. Daran merke ich schon, dass ich die richtigen Lampenkörper in der richtigen Fassung habe. Und hier geht es jetzt eigentlich alles wieder rückwärts. Ich habe hier meinen Lampenträger. Den setze ich jetzt wieder in die Rückleuchte ein. Ich muss wieder diese vier Nipsel, die müssen jetzt wieder arretieren. Vorne die Nase muss rüber, das muss alles vernünftig sitzen. Dann stecke ich den Stecker ein und bevor ich alles anschraube, teste ich natürlich erstmal, ob die Lampen wirklich funktionieren. So würde ich mir die Arbeit doppelt machen. Funktioniert die Lampe, hänge ich das Rücklicht einfach nur noch ein hier ins Blech über die Nasen. Die Nasen müssen hier irgendwie eingehangen werden. Klappe es ans Auto und drehe die drei Schrauben fest. Das war schon. Damit ist die Arbeit erledigt. Hier sind meine Scheibenwischer Bosch Aero Twin. Verpackung, ja, länglich natürlich. Alles steht drauf. Hier kann man es schön sehen. Das ist die Längenangabe zu den Scheibenwischer. Ich habe einen linken und ich habe einen rechten. Die sind auch unterschiedlich lang. Das ist natürlich wichtig zu wissen. Aber noch wichtiger ist hier natürlich hinten, ich drehe es mal ein bisschen, ist natürlich, dass mein Fahrzeugmodell hier auftaucht. Und das tut es hier. Das ist natürlich total entscheidend. Dann muss ich natürlich auch wissen, ob alles drin ist. Sprich, die Aufsätze für meinen Scheibenwischerarm, das muss natürlich passen, das wird hier auch dargestellt. Das muss alles drin sein. Mach mal auf. So, zieh mal raus. Ja, wir wollen auch. Ah, hier haben wir extra verpackt. Jetzt sieht man es auch schon, sie krümmen sich. Die sind so wirklich so vorgekrümmt, die Scheibenwischer. Damit passen sie sich perfekt auf die Windschutzscheibe an. Die ist hier auch leicht gekrümmt und nehmen den Schmutz und das Wasser bei jedem Wischvorgang mit. Genauso soll es sein. Also ist alles drin, was ich brauche. Was man auch durchaus mal machen kann, man kann mal so drüber fassen und so, weil das Wischblatt, das ist Wischgummi, darf natürlich keine Riefen haben. Es muss wirklich sehr glatt sein, sonst siehst du sofort auf der Scheibe. Ne? Sobald irgendeine Macke drin ist, kannst du vergessen, kannst du eigentlich deine Wischer wieder wegschmeißen. Aber das ist hier natürlich nicht der Fall. Das ist alles genauso, wie es sein soll. Also die Bosch-Wischer sind in der Regel ein bisschen teurer. Aber die funktionieren wirklich gut, weil diese Vorkrümmung, diese Spannung, das hinzukriegen, ist gar nicht so einfach. Man sieht, dass es federt so. Es muss sich auch beim Wischen der veränderten Krümmung, also je nachdem, wie weit ich bin, verändert sich das ja. Das muss alles irgendwie funktionieren. Und man kann wirklich davon ausgehen, das haben auch schon Tests gezeigt, dass diese Wischer wirklich 1A funktionieren. Da lohnt sich das Geld. Beim Bestellen der Lampen oder des Scheibenwischers solltet ihr auf die ASIN-Nummer achten.
So lässt sich viel schneller das Produkt finden. Produktpiraten können auch enttarnt werden, weil diese Nummer wird wirklich nur einmal vergeben an jedes Produkt, egal welcher Hersteller das verkauft. Ihr müsst dieselbe Nummer finden. Wie das genau funktioniert, erklären wir unter dem Video. Und auch die Nummern zu den Produkten findet ihr unter dem Video. Das Tolle bei diesen Scheibenwischerverpackungen ist immer, dass das Modell genau aufgeführt ist. Also man muss einfach nur auf die Verpackung gucken und sieht schon, was brauche ich oder passt der Wischer zu meinem Auto. Und damit es mit dem Raussuchen ein bisschen schneller geht, hängen eigentlich immer an den Ständen, wo diese Scheibenwischer verkauft werden, so Listen. Da gehe ich rein, ich weiß, welches Modell habe ich, welche Marke, dann gehe ich einmal runter und weiß, genau diesen Wischertyp brauche ich. In der Regel unterscheiden sich die Längen immer zwischen Fahrer- und Beifahrerseite. Also hier jetzt bei uns, und das ist auch meistens der Fall, ist der Wischer auf der Fahrerseite etwas länger als der Wischer auf der Beifahrerseite. Da muss ich natürlich auch beim Einbauen des Wischers darauf achten, dass ich den richtigen Wischer auf die richtige Seite stelle. Jeder Scheibenwischer ist so ein bisschen anders und muss auch ein bisschen anders abgenommen werden. Hier ist es relativ einfach. Man kann den Scheibenwischer einfach so nach hinten rausdrücken. Dann gibt es hier noch einen Adapter. Der wird so zusammengeklippt und dann auch rausgehebelt. Funktioniert relativ einfach. Muss man sich einmal kurz angucken, dann bekommt man es relativ einfach hin. Diese Scheibenwischer hier sind wirklich richtig kaputt. Man sieht, dass die Lippe ist hier abgerissen. So derbe sind Scheibenwischer oft nicht verschlissen, aber das ist hier wirklich total am Ende, das Ding. Oft sind einfach nur die Spitzen so ein bisschen haben sich abgelöst oder das Gummi legt sich nicht mehr links und rechts um und bleibt auf einer Seite hängen. Dann funktioniert es auch nicht, dann ruppelt der so über die Scheibe. Und daran erkennt man es letztendlich, dass es so ausgehärtet ist, dass sie so ein bisschen spröde werden, porös und so. Und man erkennt es natürlich dann auch immer am Wischerbild. Wenn das Wischerbild nicht mehr stimmt, obwohl die Scheibe relativ sauber ist, dann weiß ich, ich muss meine Scheibenwischer tauschen. Und es ist natürlich ganz klar, auch ein neuer Wischer kann nur bei einer sauberen Scheibe richtig gut funktionieren. Das heißt, bevor ich die Wischer jetzt wieder auf die Scheibe klappe, reinige ich die Scheibe richtig, richtig gründlich mit einem Scheibenreinigungsmittel. Und das funktioniert tatsächlich am besten mit so Haushaltspapier von der Haushaltspapierrolle. Richtig reichlich Reiniger auf die Scheibe bringen und so lange wischen, bis ich keine Schlieren mehr habe, bis der ganze Dreck und ganze Schmutz weg ist. Und ein Tipp, zum Anfang einmal um den Scheibenrahmen rum. Da haftet immer so richtig ekliger Schmutz drauf. Und wenn ich das nicht mache und später irgendwie wische, dann kann es passieren, dass ich diesen Dreck immer wieder in die Scheibe wische. Und das will ich natürlich nicht. Jetzt wisst ihr, wie ihr Lampen und Scheibenwischer auswechseln könnt. Und wenn ihr grundsätzlich ein Problem mit dem Auto habt, es gibt einen Installationsservice von Amazon. Wie das funktioniert, steht unter dem Video. Auch wie ihr den Vito hier gewinnen könnt, das steht auch alles unter dem Video. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit den Dämpfern an dem Auto. Also mir hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.